Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Zweitkanal Broski. Ja Freunde, und ist das denn die Möglichkeit? 2 Tage in Folge gibt es ein Upload auf dem Broski-Kanal. Also keine falschen Erwartungen, das wird jetzt hier nicht zur Norm, dass es hier irgendwie Daily Uploads oder so kommen. Aber es hat sich ergeben und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, heute geht es um die Future Stars. Die kommen ja auch am Freitag in FIFA 20. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal meine persönlichen Future Stars für das Jahr 2020, auch für FIFA 20, aber es ist eine Mischung aus Real Life und FIFA und es hat an der Tür gestellt, da muss ich jetzt dran gehen. Grüße gehen raus. So Freunde, bevor es aber richtig mit dem Video startet, muss ich mich nochmal bei euch bedanken. Und zwar haben wir auch auf diesem Kanal die 100.000 Abonnenten erreicht. Damit ist das nächste große Ziel erreicht. 3. Kanal mit 100.000 Abonnenten. Sagt mal Bescheid, ob ihr wieder Bock auf so ein Video habt. Wo ich da noch den 3. Play-Button hinhänge. Müsst ihr mal Bescheid sagen, ob ihr das sehen wollt. Dann kann ich mich handwerksmäßig mal wieder zum Affen machen. Aber nein, Freunde, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den geilen Support hier auch auf dem Zweitkanal. Freut mich, dass wir jetzt auch hier 100.000 Abonnenten sind. Deshalb gibt es hier auch heute wieder einen schönen Upload. Ihr habt ja zum Beispiel meine Videos gefeiert, wo ich euch mein Team der Dekade gezeigt habe. Und genau deshalb gibt es heute das Ganze zu den Future Stars, Freunde. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Ich habe die Grafiken alle selber gemacht. Das ist eine Konzeptgrafik von FIFA Rosters, also ja, nimmt mir das nicht übel. Das ist jetzt hier nicht die grafische Offenbarung. Aber ich würde sagen, wir starten mal rein. Ich habe insgesamt für euch 21 Future Star Karten vorbereitet. Eine erste Elf und dann so ein paar, die für mich noch in die nähere Auswahl kommen. Ich bin mal gespannt, wer am Ende dann auch in FIFA 20 jetzt am Freitag in die Future Stars kommt. Wir starten aber erstmal rein mit dem Torwart. Und das ist der gute Meret von Napoli. Sehr, sehr talentierter junger Keeper. Ist auf jeden Fall auch sehr krass unterwegs. Wobei Neapel ja ein bisschen zwischenzeitlich gestruggelt hat diese Saison. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Mann. Hat auch ein starkes Rating jetzt schon. 78 als, ich glaube, 20-jähriger Keeper. Und ja, die Future Stars machen ja immer relativ große Sprünge. Dadurch, dass er eben schon ein gutes Rating hat, glaube ich, dass er sogar eine 90er-Karte kriegen könnte. Und wäre natürlich nice, weil man dann vor allem auch in Ultimate Team noch ein bisschen besser mit der Serie A linken kann. Da hinten zum Beispiel, man könnte einen orangen Link zu The Lift erzeugen. Romagnoli, auch immer gute Karte, ihr wisst Bescheid. Generell feiere ich das ja auch am Future Star Event, einfach, dass man noch eine breitere Auswahl an Karten bekommt, die eigentlich nicht spielbar sind und man dadurch halt neue Links bekommt, neue Wege, Chemie halt aufzubauen. Finde ich immer ganz cool. Und ja, ich habe hier Meret. Mein Rechtsverteidiger wäre der Dagba aus Paris Saint-Germain. Wäre für Ultimate Team eine extremst krasse Karte. Wie gesagt, die Stats und alles ist nur eine Prediction, das ist kein Leak oder so. Das verwechseln die Leute ja häufig. Wäre natürlich übel nice, weil man dadurch dann einen grünen Link zu Neymar oder sogar einen Perfect Link zu Mbappé erzeugen könnte. Und guckt euch die Stats an. Wenn das wirklich so in die Richtung geht, Bruder. 93 Pace, 85 Defending, 88 Dribbeln, 87 Passen. Ja gut, das wäre ein netter Außenverteidiger. Kommen wir zum ersten Innenverteidiger und das ist Demiral von Juventus Turin. Und Bruder, das wäre eine geisteskranke Karte. Ist auch einer der wenigeren Spieler, zu denen ich hier groß was sagen kann. Weil ihr habt es vielleicht bei Dagba und Meret gemerkt, ich habe vielleicht diese Saison 2, 3 Paris oder Neapel Spiele geguckt. Und da kann ich euch jetzt nicht erzählen, wie geil diese Spieler sind, weil ich da einfach zu wenig schaue. Juve habe ich ein paar mehr Spiele geguckt. Demiral ist auf jeden Fall ein extremst guter Innenverteidiger. Gab ja auch Gerüchte, dass er vielleicht ausgeliehen wird. Bleibt jetzt aber vorerst und ist, finde ich, ein richtig nicer Innenverteidiger. Und Freunde, die Stats, Junge, Junge, wenn der wirklich eine Future-Star-Karte bekommt, das wäre natürlich nice. Alles, was man irgendwie in der Serie A linkt, wäre ein grüner Link eben zu Ronaldo, grüner Link zu De Ligt. Das wäre natürlich eine geile Geschichte. Und 80 Pace auf einem Innenverteidiger und die Stats kann man mitnehmen. Kommen wir zu seinem Innenverteidiger-Partner und das ist Konaté von RB Leipzig. Ist so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ist so eigentlich der Upamecano-Klon aus dem letzten Jahr. Der hatte ja letztes Jahr eine Future-Star-Karte. Und schaut euch die Konaté-Karte an. Ja, das wäre natürlich ein nicer Link für die Bundesliga. Grüner Link wäre es zu Roussillon. Und Freunde, 87 Pace, 90 Defending, 89 Physis auf einem Innenverteidiger wäre absolut geisteskrank. Sieht halt echt fast so aus wie eine Totti-Karte. Also das, die Future Star Event war ja letztes Jahr sozusagen das Totti in klein. Und das wäre auf jeden Fall eine heftige Karte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der kommt. Ich
bin mal gespannt, wer von den Karten, die ich euch heute hier alle vorstelle, wirklich dann kommen wird. Schreibt auch mal gerne rein, wen ich eventuell vergessen habe oder wer noch kommen könnte. Aber ja, ich glaube, Konaté ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat und ist mein zweiter Innenverteidiger. Kommen wir zum Linksverteidiger. Es ist die einzige Karte, die letztes Jahr schon eine Future-Star-Karte hatte, die ich aber dieses Jahr nochmal reinnehme. Und zwar ist es der gute Alphonso Davies, wie ich ihn nenne. Alaba in 10 Jahre jünger auf Crack. Haben sich viele unter dem Stream-Highlight-Video drüber lustig gemacht. Aber der spielt halt ehrlich so, der ist komplett krass. Ich habe ihn jetzt auch vor allem reingenommen wegen dem Position-Change. Wäre ultra-stick für die Bundesliga. Ein Linksverteidiger, 97 Pace, richtig gute Allround-Stats, ist auch in der Hullet-Gang mit allen Stats über 80. Hätte es meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient, spielt eine überragende Saison bei den Bayern. Ist eigentlich als Offensivspieler gekommen und ja, jetzt rasiert er einfach auf der linken Abwehrseite. Also ich würde mich freuen, wenn er kommt. Wäre auf jeden Fall was Geiles für die Bundesliga und wenn man sich die Stats so anguckt, den könnte man bestimmt mal spielen. Weiter geht's im Mittelfeld. Ihr kennt ihn alle, der gute Tonali. Ist wirklich ein krasses italienisches Talent. Ich habe von dem noch nicht so viel gesehen, aber ich habe sehr, sehr viel gehört. Der soll wirklich extremst heftig sein. Ist ein übel guter Abräumer mit richtig nicen Pass- und Dribbelwerten. Ich weiß nicht, wer die Ligen-SBC-Karte schon gezockt hat. Übertrieben geile Karte. Und wenn der jetzt noch ein Upgrade auf die Future Stars kriegt, ciao Leben. Also guckt euch die Karte an. Extremst heftig. Ich habe als Vorlage jetzt die Future, die Ligen-SBC-Karte genommen und jeden Stat nochmal so plus 4 oder plus 5. Und da ist eben das dabei rausgekommen. Und das wäre heftig. Den als Sechser, alter Falter, würde ich ganz gerne mal zocken. Also das wäre schon eine nette Karte. Daneben haben wir, denke ich, mal einen Safe Call dieses Jahr bei den Future Stars. Und zwar ist das der gute Valverde von Real Madrid. Der spielt eine extremst gute Saison. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall reinkommen, weil Werder einer der aufregendsten Mittelfeldtalente, die man aktuell so in Europa hat. Und ich glaube, der kommt auf jeden Fall rein. Hätte auf jeden Fall auch sehr nice Stats. Vielleicht geht er sogar bei Pace und Defending und sowas noch ein bisschen höher. Ich habe mich, wie gesagt, auch sehr an den normalen Base-Stats orientiert. Der hat ja eine Goldkarte, meine ich, mit 78 oder so. Und habe da halt so plus 15 bis plus 20 Upgrades drauf gemacht. Aber ja, die Karten sind am Ende mehr oder weniger sowieso einfach in EA's Hand, was die daraus machen. Ich habe ihm jetzt ungefähr das hier gegeben mit einem 91er Rating. Wäre schon eine nice Karte. Also ich habe mich, wie gesagt, daran orientiert. Letztes Jahr hatte die heftigste Future-Star-Karte 92. Das war Vinicius Junior. Und De Ligt hatte auch 92. Und das waren halt zu dem Zeitpunkt so die aufregendsten Talente. Ich habe es dieses Jahr bei mir so gemacht, dass ich halt, sage ich mal, die Talente, die aktuell den größten Namen haben, die am populärsten sind, die am meisten in den Medien vertreten sind und auch, sage ich mal, die besten Leistungen bringen, denen habe ich dieses Jahr die heftigsten Ratings gegeben. Ich habe mich da jetzt nicht irgendwie bei so FIFA am Potenzial oder so orientiert. Ich habe halt einfach wirklich nach Reputation die Ratings gegeben, ob es dann am Ende stimmt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn Valverde eine Karte bekommt, dann auch einer der besten. Rechts vorne geht es dann weiter mit Hudson-Odoi. Bayern-Fans, Grüße, kennt ihr alle. Spielt bei Chelsea auch eine gute Saison. Gefällt mir als Spieler extremst nice. Ich habe ja schon gegen ihn FIFA gezockt und verloren. Ist ein richtiger Ehrenmann, der Typ. Wäre auch eine nice Karte. Viel Pace, sehr viel Dribbling, gute Pass, gute Schusswerte. Füße ist auch in Ordnung. Wäre auf jeden Fall eine nice Karte. Generell, was ich euch ja gesagt habe, man erschafft halt durch diese Future-Star-Karten sehr viele coole Links, die man normalerweise nicht hätte. Dann hätte man auch eben in der Premier League eine Alternative zu Sterling, beziehungsweise mal was auf der rechten Seite, weil ich glaube, die Sterling-Special-Cards sind alle links außen. Sterling-Space-Card ist auch links außen. Ja, macht gar keinen Sinn. Dann wäre es tatsächlich mal ein guter Premier League rechts außen neben Salah. Wäre auf jeden Fall eine nice Karte, Hudson-Odoi, vor allem mit dem Pace. Weiter geht's auf den linken Flügel und ja, Vinicius 2.0, Rodrigo, ist der absolute Vinicius-Klon. Hat auch ganz gute Spiele schon bei Real gemacht. Ich habe ihm jetzt ein 92er Rating gegeben, einfach weil ich auch viele Predictions gesehen habe, wo die Leute halt dem auch 92 gegeben haben. Ich glaube, das wird halt dieses Jahr wirklich der Vinicius-Klon. Vinicius war letztes Jahr eine überragende Karte. Ich bin gespannt, was mit dem passiert, aber schaut euch die Stats an. 95 Pace, 93 Dribbeln. Dann habe ich zwei Stürmer. Der erste davon ist Greenwood von Manchester United. Macht der aktuell ein bisschen auf sich aufmerksam. Ich habe ihm jetzt noch nicht so ein hohes Rating gegeben. Kann sein, dass 88 sogar zu niedrig ist. Aber ich wollte halt nicht jedem Spieler aus dem Team 90 geben, weil ich glaube, das ist auch unrealistisch. Hat aber auch nice Stats. 90 Pace, gutes Dribbling, guten Schuss, ordentlicher Passwert. Also könnte auch eine nice Karte werden. Greenwood, da habe ich schon ein paar Spiele von ihm gesehen. Ich finde den extremst gut, ja. Bin mal gespannt, was aus dem noch wird bei Manchester United, auch wenn da aktuell ein bisschen schwierig ist, aber ja, wäre auf jeden Fall auch eine nice Karte zum Linken und Ausprobieren. Also ich habe richtig Bock auf die Future Stars, Freunde. Da kann man so coole Teams rausbauen. Es wird eine nice Ultimate Teamzeit. Ja, und Freunde, auch als Schalke-Fan, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber streiten. Mich würde es wundern, wenn er nicht kommt. Der Kopf der Future Stars dieses Jahr wird zu 95%
der gute Erling Haaland, ja, der Brecher mit dem Babyface, aber guck ich das an. Also ich glaube, dieses Jahr könnten die sogar wirklich eine Future Star Karte 93 geben, weil Haaland ist halt wirklich das Ausnahmetalent aktuell in Europa. Kommt in die Bundesliga, 2 Spiele, 5 Tore. Guckt euch die Stats an. Ciao Leben. Als Schalke-Fan musst du dem solche Stats geben, aber mich würde es nicht wundern. Also wenn Future Star Haaland kommt, dann denke ich mal mindestens mit 92. Alles andere würde mich wundern. Die Karte wäre anders krass. So, what the fuck, Alter, was ist das, Mann? Das wäre schon heavy, ey. Ja, das ist auf jeden Fall meine Future Star Startelf. Ich habe noch ein paar Ersatzspieler, die, denke ich mal, auch wahrscheinlich sind, dass sie kommen. Ja, ich habe da einfach nochmal ein paar Karten gebastelt. Und ich würde sagen, die können wir jetzt nochmal ganz entspannt durchgehen. Der erste ist Dean Henderson von Sheffield. Sheffield spielt ja als Aufsteiger eine überraschend gute Saison. Die sind, glaube ich, gerade 6. oder 7. in der Premier League. Also, sie sind richtig gut unterwegs. Und er ist auf jeden Fall auch ein ziemlich guter Keeper. Ist, meine ich, ausgeliehen von Manchester United und spielt wirklich eine sehr, sehr starke Saison. Also, guter Mann, der Henderson. Wäre auch nice zum Linken, definitiv. Dann, auf Hoffnung. Ich sehe gerade, ich bin übel überbelichtet. Sorry dafür, die Sonne kackt gerade ein bisschen rein. Haben wir den guten Kabak, ja, von Schalke. Ich würd's feiern, wenn der gute Ozan kommt. Ich hoffe ja wirklich, dass ein Schalke-Spieler als Future-Star kommt. Dieses Jahr hat man eigentlich echt viel Auswahl bei den Schalkern. Mit Jonjo Kenny, Kabak, vielleicht Todibo, McKenny. Also da sind schon ein paar Spieler, die es eigentlich verdient hätten zu kommen. Ich würde es feiern, wenn zumindest ein Schalker wird. Das wäre der gute Kabak hier. Hat eine extrem gute Hinrunde gespielt. Also wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient. Dann haben wir den guten Dallin Rees von West Ham. Auch ein extremst auffälliges und aufstrebendes englisches Talent. Wäre natürlich auch eine nice Karte. Ne? Also die ganzen Engländer links sind auch immer nett mitzunehmen. Dann auch ein großes Talent aus Holland haben wir den Ihattan oder Ihattan. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber war gefühlt in jeder Prediction, die ich gesehen habe, mit drin. Von daher habe ich ihn jetzt einfach auch mal mit reingenommen, obwohl ich von dem noch nicht so viel gesehen habe. Aber man hört viel und da dachte ich mir, gut, bevor alle uns das Video schreiben, Bruder, warum hast du den nicht drin? Habe ich ihn mit reingenommen. Dann eine Karte, auf die ich auch Bock hätte. Und zwar ist es der gute Puig vom FC Barcelona. Hat er jetzt auch schon ein bisschen in die A-Mannschaft reingeschnuppert. Ja, guter Mann, Freunde. Wäre auf jeden Fall auch eine nice Karte. Vielleicht kriegt er noch ein bisschen mehr Defending Physis. Hat auf jeden Fall geile Pass und geile, oder hätte geile Pass und geile Dribbelwerte. Und ja, ein Barcelona ZM, der mehr als 40 Pace hat, wäre auf jeden Fall mal nice. Grüße gehen raus an Rakitic und Busquets. Also würde ich feiern, ja. Wäre auf jeden Fall auch ein guter Mann. Dann, ich glaube, der kommt auch relativ safe, ist der gute Mount von Chelsea. Chelsea muss ja dieses Jahr aufgrund der Transfersperre so ein bisschen einen auf junge Wilde machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der kommt. Wäre halt wahrscheinlich so ein bisschen der Phil Foden 2.0, der letztes Jahr am Start war. Stats sehen ganz nice aus, aber jetzt nichts, wo man sagt, boah, okay, den muss man jetzt auf jeden Fall zocken. Genau das gleiche gilt auch hier für den guten Torres von Valencia. Der ist halt echt krass, ne? Der ist 19 und spielt halt wirklich bei Valencia gefühlt jedes Spiel. Ist ziemlich gut unterwegs, der Boy. Aber bei dem ist halt auch wieder das Problem, wie bei Mason Mount, die haben halt nicht diesen einen Stat, der krass ist. Die haben nicht besonders viel Pace, die haben nicht ultra krasses Dribbling oder so. Ich meine, 89, das ist gut, aber das ist halt zum aktuellen Status von FIFA jetzt auch nichts, wo du sagst, boah, das sind die extrem krassesten Stats. Deshalb wäre, glaube ich, eher so ein Future Star, der nicht gespielt wird. Aber danach kommt ein Future Star, der wird zu 100% gespielt. Wenn er denn kommt, habe ich in vielen Predictions gesehen, würde ich feiern, wenn er kommt. Amerikanischer Kapitän der Nationalmannschaft, Weston McKennie. Ich würde die Karte extremst feiern, Freunde, weil das wären Sechser mit guten Physiswerten, guten Defending-Werten, mit einem Afro. Der Bruder muss kommen. Einer von Schalke muss kommen. Weston McKennie würde ich übertrieben feiern. Ich weiß nicht, aber es wär absolut sick, wenn er kommt, der gute Weston. Ich will einen von Schalke sehen, ja. Und wenn keiner von Schalke kommt, dann auf jeden Fall gute Bundesligaspieler. Ich will die Future Stars Event machen, Bundesliga-Teams geil. Also EA, seht zu, aber McKennie würde ich feiern, ey. Die Stats wären halt ultra sick. Den kannst du easy auf 6 oder auf 8 spielen. Den Pace, Passen, Dribbeln, Defending und Physis werben, wäre halt ultra sick, weil der Typ halt übel der Allrounder ist. Ich bin mal gespannt. Ich würde ihn auf jeden Fall fühlen. Genauso wie den guten Martinelli von Arsenal. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der einen kriegt. Der hat jetzt auch wieder getroffen gegen
lass mich kurz überlegen, gegen wen hat Martinelli getroffen? Gegen Chelsea, da hat Kanté ein bisschen gechoked beim 2-2. Ist einer der aufstrebenden Talente bei Arsenal, hat zum Beispiel viel in der Euroleague gespielt, weil die da ja rotieren und hat eigentlich immer sehr gute Leistungen gebracht, auch des Öfteren mal getroffen. Und die Karte wäre halt sick, man. 94 Pace, 93 Dribbeln für einen Außenspieler, Brasilianer, Premier League. Wenn man das irgendwie gelinkt bekommt, vielleicht, ja, müsste man Dreierkette zocken. Ist halt auch ein Perfect Link zu David Luiz, ne? Muss man halt gucken, wie man das linkt. Aber wäre auf jeden Fall auch schon eine sicke Karte. Und jetzt zum Abschluss. Noch eine richtig sicke Karte aus der Bundesliga. Frisch gewechselt, der gute Dani Olmo. Den würde ich ja übertrieben feiern, muss ich sagen. Ich hoffe, der kriegt eine Future Star Karte. Ich will einfach geile Bundesliga Future Stars sehen. Ist meine letzte Karte, Dani Olmo. Ich hoffe, er kriegt eine. Ich bin nochmal mega gespannt, wie der in der Bundesliga abgehen wird. Ich glaube, das könnte jemand sein, der vielleicht noch entscheidend wird im Meisterschaftskampf. Genauso wie der Haaland bei Dortmund. Auf jeden Fall, guckt euch die Karte an. Wäre krass. Also ich würde ihn auf jeden Fall feiern. Ja, Freunde, das sind meine Future Stars. Ich zeige euch die hier nochmal einmal ganz schnell im Durchlauf und dann hier nochmal einmal ganz schnell das volle Team. Ihr seht es auf jeden Fall. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da. Hier ein bisschen für zwischendurch nochmal für den Zweitkanal ein kleines Video. Ihr habt ja, wie gesagt, die Teams vorher gefeiert. Mein Team der Dekade und meine Team of the Year Prediction. Habt ihr übertriebenst gefeiert, habt ihr viele Daumen da gelassen. Deshalb, wenn ihr das hier wieder feiert, lasst auch sehr gerne hier einen Daumen da. Danke nochmal für die 100.000 Abonnenten. Freunde, Kuss geht auf jeden Fall raus. Hier wird natürlich weiter Content kommen. Das nächste wird dann wahrscheinlich das Küchenvideo sein vom neuen Haus mit dem Modell. Habt ihr ja auch alle in die Kommentare geschrieben, ich soll das auf jeden Fall zeigen. Und ich habe auch schon viele Tipps gelesen unter dem letzten Haus-Vlog. Den könnt ihr übrigens sehr gerne abchecken, der wird gleich in der Endcard sein. Da wird auf jeden Fall noch geiler Stuff kommen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr das Video seht, wird es auch heute Abend einen Stream auf meinem Hauptkanal geben. Ich denke mal so 17.30 Uhr werden ein neues Team bauen. Also checkt's ab. Ich bin raus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssikowski.